Kandidat für den Wahlkreis 2, unseren Wahlkreis, bewerbe, möchte ich es bei der Vorstellung nur bei einem Update belassen gegenüber meiner letzten Vorstellungsrede. Das Ganze ist 4,5 Jahre her und ich möchte die Veränderungen darstellen und auf einige wenige politische Themen eingehen, denn ich denke, am Samstagabend gibt es nachher vielleicht auch andere Dinge, die ihr oder sie vorhabt. Also das Update zu meiner Person. Auch an mir sind die 4,5 Jahre nicht spurlos vorbeigegangen. Mittlerweile habe ich die Schallmauer zur 50 überschritten, bin jetzt 51 Jahre alt und bin aber immer noch Diplom-Informatiker und bin immer noch bei der Firma Computer Center angestellt. Das sind nun schon fast 17 Jahre. Unser Unternehmen ist in dieser Zeit um 800 Mitarbeiter auf 4.800 Mitarbeiter hier in Deutschland angewachsen und europaweit sind wir um 1.500 Mitarbeiter gewachsen und insgesamt 11.500. Ich betreue unseren Kunden EADS und konnte durch meine Tätigkeit für unsere Firma auch dazu beitragen, dass wir 250 Arbeitsplätze schaffen konnten. Damit sind wir bei meinem ersten Thema, politischen Thema. Arbeitsplätze, liebe Parteifreunde, werden aus persönlichem Ehrgeiz geschaffen. Von Menschen, die die Freiheit dazu haben. Meine Wahrnehmung ist, dass genau diese Freiheit durch alle anderen Parteien, auch die mittlerweile Sozialdemokratische Union, vielleicht sollte sie sich von CDU in SDU umbenennen, immer wieder und immer weiter eingeschränkt wird. Über die linken Parteien, SPD, Grüne, Die Linke, gibt es die Piraten eigentlich noch? Brauchen wir, glaube ich, in diesem Zusammenhang gar nicht zu sprechen. Die trauen uns Bürgern ja ohnehin nicht zu, dass wir für uns selber sorgen. Was Freiheit bewirkt, konnte ich diese Woche in Berlin in der Friedrichstraße gerade mal wieder hier so bewusst machen. Wer kennt die Friedrichstraße noch aus Zeiten der DDR-Diktatur? Ist mal jemand da gewesen? Hat mal jemand damals vor der Wende die Friedrichstraße gesehen? Soweit ich das in Erinnerung habe, eine total heruntergekommene Straße. Und heute? In Freiheit? Die Friedrichstraße erstrahlt in den Lichtern aufwendiger Showrooms von BMW zum Beispiel, toller Geschäfte oder liebevoll restaurierter Hotels. Trotz dieser offensichtlichen positiven Wirkung von Freiheit gibt es Stimmen, die behaupten, wir bräuchten die FDP als Partei nicht mehr. Ich sage jedoch, als Gegengewicht zu all den Kräften, die die Freiheit immer weiter einschränken wollen, brauchen wir die FDP mehr denn je. Auch, und das haben Sie sicherlich wahrgenommen, auch wir kommen derzeit nicht umhin, uns mit dem Thema Mindestlohn auseinanderzusetzen. Ich finde selbstverständlich auch, dass ein arbeitender Mensch von seinem Einkommen leben können müsste. Aber ich finde auch, dass ein Arbeitsplatz besser ist als ein Arbeitsloser. Machen wir ein Beispiel. Würdet ihr hier in diesem Restaurant für ein Bier 20 Euro ausgeben? Ich denke, nein. Würdet ihr vielleicht gerade noch 5 Euro ausgeben? Vielleicht. An diesem Beispiel wird deutlich, dass es für jede Leistung eine Obergrenze gibt, was wir für diese Leistung zu zahlen bereit sind. Und wenn diese Obergrenze für bestimmte Leistungen überschritten wird, werden Arbeitsplätze vernichtet. Wir, die FDP, müssen für eine differenzierte und intelligente Lösung dieses Themas eintreten und damit die Vernichtung von Arbeitsplätzen verhindern.
Als Betreuer der Firma EADS, die ja nun weltweit, insbesondere aber europaweit tätig ist, bin ich viel in Europa unterwegs. Aber ich bin trotz dieses europäischen Jobs weiterhin fest mit unserem Wahlkreis verwurzelt. Deshalb pendele ich halt häufiger nach Hamburg und erlebe selbst, in welchem Maße wir hier oben an der Westküste auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen sind. Der Flughafen Hamburg und die Anbindung dorthin, das funktioniert mittlerweile ganz gut, außer wenn die Sicherheitskräfte wegen überzogener Gehaltssteigerungsforderungen mal wieder streiken. Aber ansonsten geht das gut. Aber wenn ich nach Finkenwerder zu Airbus fahre, muss ich durch den Elbtunnel. Wenn ich morgens durch den Elbtunnel fahre, sehe ich die Schlange Richtung Norden. Wenn ich abends durch den Elbtunnel fahre, sehe ich die Schlange, und da ist wirklich LKW an LKW, Richtung Süden. Ich sage, wenn man sich das vor Augen führt, tagtäglich und als Bürger erlebt, dann müssen wir nicht nur Schleswig-Holsteiner sagen, wir brauchen die A20, sondern auch die Hamburger. Wir brauchen die A20 mit der westlichen Elbquerung. Heute mussten wir in der Zeitung lesen, dass der Fertigstellungstermin jetzt für die westliche Elbquerung auf 2025 verschoben wird. Da fehlen mir schlicht die Worte. Wir müssen dieses Thema beschleunigen. Und damit kommen wir auch zu einem weiteren Thema, gerade hier für Nordfriesland von Bedeutung, Verlängerung der A23. Um noch eine klitzekleine Chance zu haben, dass wir dies erleben, muss dieses Thema jetzt auf die Agenda für den Bundesverkehrswegeplan 2015. Mit Rot-Grün, und das wissen wir alle, mit Rot-Grün wird dieses niemals geschehen. Allein deshalb müssen wir dafür kämpfen, dass wir zumindest im Bund eine bürgerliche Regierung behalten. Zum Thema Infrastruktur gehört natürlich auch das Thema Energie. Auch hier geht es nur sehr schleppend voran. Als Mitglied des Dithmarscher Kreistags bin ich natürlich auch mit diesem Thema befasst und halte mich da auf dem Laufenden. Aktuell ist die Fertigstellung der 380 kV-Trasse Heide-Husum-Niebüll für 2019 geplant. Gleichzeitig ist davon auszugehen, aufgrund der Windeignungsflächen und der entsprechenden Bauaktivitäten, dass weitere Windmühlen gebaut werden. Das heißt, es werden weitere Anlagen in unserem Wahlkreis abgeschaltet, und das heißt wiederum, die Bürger müssen, und das voraussichtlich weiter sogar in zunehmendem Maße, noch mindestens 6 Jahre für Strom bezahlen, der gar nicht produziert wird. Ganz zu schweigen von dem Strom, den wir mittlerweile ans Ausland verschenken. Das heißt, wir benötigen schleunigst ein intelligentes und umfassendes Energiekonzept auf Bundesebene. Hierfür, und das möchte ich mal sagen, wird die uns Liberalen innewohnende Intelligenz und Kreativität benötigt. Aber nicht kurz, in Berlin. Da gibt es das nicht. Ja, gut. Deshalb sind wir hier. Kurz, auch hierfür brauchen wir die FDP. Übrigens macht auch das Thema der erneuerbaren Energien deutlich, zu welchen Leistungen wir Bürger fähig sind, wenn unser Ehrgeiz durch Anreize beflügelt wird und wir die notwendige Freiheit zur Umsetzung bekommen. Die Geschwindigkeit, mit der wir durch Wind, Sonne und Biomasse die Erzeugung regenerativer Energie gesteigert haben, hat sicherlich auch die Grünen überrascht.
Aber neben der wirtschaftlichen Freiheit geht es uns auch um die persönliche Freiheit. Und gerade diese hat auch während der Beteiligung der FDP an der Bundesregierung nach meiner Wahrnehmung stark gelitten. Ich finde, wir als FDP haben uns nach der Bundestagswahl gerade in diesem Punkt sehr opportunistisch verhalten. Als Beispiel, gerade jetzt aktuell, möchte ich die Rechte des Rundfunkbeitragsservices zum Datenabgleich mit den Einwohnermeldeämtern heranziehen. Leider habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, dass wir als FDP gegen diese Geschichte auf die Barrikaden gegangen sind. Bitte? Das Bundesmeldegesetz ist auf FDP-Mist gewachsen. Ja. Umso schlimmer. Ja, eben. Und auch ein Thema von mir im letzten Wahlkampf, auf das ich auch angesprochen wurde, auch haben wir nicht dafür gesorgt, dass das Bankgeheimnis wiederhergestellt wird. Das wissen wir mittlerweile gar nicht mehr. Auch in Deutschland gab es mal ein Bankgeheimnis. Das könnte ich ja gar nicht laut sagen. Nee, nee. Aber wir sind... Aber wir sind ja hier unter uns. Also, ich sage, zur Freiheit gehört auch Privatsphäre und eben nicht der gläserne Bürger. Beim Thema Vorratsdatenspeicherung, Gott sei Dank, konnten wir uns bisher dagegen wehren, dass dieses Thema eingeführt wird. Und da sage ich auch, das muss so bleiben. Und auch dafür braucht unser Land uns, dafür braucht unser Land die FDP. Ich komme jetzt auch zum Schluss. Liebe Parteifreunde, wir haben in unserem Wahlkreis Nummer 2 bei der Bundestagswahl 2009 bei den Erststimmen 11,6% und bei den Zweitstimmen 17,2% erreicht. Um euch das noch mal in Erinnerung zu rufen. 11,6% Erststimmen, 17,2% Zweitstimmen. Bei den Erststimmen war das, also bei der Wahl zum Direktkandidaten, war es das zweitbeste Ergebnis in Schleswig-Holstein. Nur unser Parteifreund Jürgen Koppelin hatte mehr. Das spricht für sich und beweist, dass wir einen tollen, engagierten Wahlkampf geführt haben. Und mir hat es dabei viel Spaß gemacht, unsere Heimat und die Menschen, die hier leben, während dieses Wahlkampfs besser kennenzulernen. Deshalb möchte ich gemeinsam mit Ihnen und euch wieder dafür kämpfen, dass wir auch in diesem Jahr in unserem Wahlkreis ein tolles Ergebnis und für unsere Partei und damit auch für unsere liebe liberale Sache erreichen. Vielen Dank.